So, dann schmitten wir mal Russ. Gibt's hier schon Yatagarasu? Gute Frage. Wahrscheinlich nicht. Spirit Monster sind wahrscheinlich ein Konzept, das hier noch nicht erfunden war. Dann werfen wir mal mit Buster Klingenkämpfern, würde ich sagen. Dunkle Magierin ist auch ziemlicher Unfug. Clown-Zombie ist auch ziemlicher Unfug. Aber nicht so ein Unfug wie der Scherenkrieger. Na, als nächstes müssen wir dringend Monster nachstocken, die wir kaufen. Wir haben keine neuen Leute in der Umgebung. Wir reden dann mit ein paar passierenden Leuten. Du weißt, es ist sehr wichtig, den Deck gut ausgewogen zu halten, richtig? Aber es kann auch gut sein, diese Ausgewogenheit hin und wieder aufzugeben. Was? Diese Strategie eröffnet eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten für einen Duellanten, aber sie bringt auch Risiken mit sich, die nur durch einige High-Level-Spieltechniken abgedeckt werden können. Cool. Da haben wir noch jemand Neues. Es ist Mr. Persönlich. Es ist Yummy Yugi. Du bist also der heutige Gegner. Mein Name ist Yugi Muto. Fast. Wir wollen uns unterhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer nervös, wenn ich einem Duellanten zum ersten Mal gegenüberstehe. Alles klar, sei du mal nervös. Versus den großen Boss. Es ist Yummy Yugi. Was haben wir denn fallen? Das Call, Mirror Force. Eine riesige Ratte. Spielen wir schon mal die Spiegelkraft. Ja, Spiel zu beenden. Was hat er denn Schönes? Da wären erstmal Zwillingselfen-Turn 1. Casually, kein Problem. Gehen wir rein damit in die Riesenratte. Jo. Dann holen wir uns für diese Riesenratte eine Riesenratte. Ye old Riesenratten-Kombi. Redness, das ist natürlich nur mehr Wiederbelebungskram. Dann hätte ich schöne mystische Elfe und wir decken den dann mal um. Okay, Yummy Yummy Yugi. Was hast du noch? Das wird er mit irgendeinem Unfug an. Na gut. Dann holen wir uns halt einen riesen Steinsoldaten aus dem Deck. Sollen wir auch recht sein. Oh, anmutige Barmherzigkeit. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir mal was Ordentliches. Starker Wachposten, kann man nie nein zu sagen. Fallgrube brauchen wir auf jeden Fall gleich. Der bimmernde Krieger. So, dann starker Wachposten. Valkyren braucht kein Mensch. Rote Bogenschützin, Alpha Magnetkrieger. Und halt Mager des schwarzen Chaos, aber lull. Ja, dann tun wir mal einfach Magnetkrieger weg. Dann hat er jetzt noch einen Monster, das er spielen kann. Hier haben wir einen Worsi Dorsi. Wollen wir? Gehen wir mal in die Kampfphase und gucken uns lieber erstmal die Verdeckte da an. Diese verdeckte Karte ist wahrscheinlich eine mystische Elfe. Ne, oh, die Cyberdose, okay. Das ist hier sowieso alles irrelevant. Die Cyberdose noch nicht gebannt. Hex vom Schwarzen Wald, let's go. Der Sel, König der mystischen Bestien, let's go. Als keltischer Wächter, let's go. Dunkles magisches Ritual, Alpha. Schwerter, Alpha. Gamma. Die hier ist sehr ungünstig. Käufer Zwillingselfen.
Nö, alles gut. Wir schließen den Spielzug dann einfach wohl mal ab. Weil die Viecher da haben alle viel Verteidigung. Ugh, Flederwisch. Damit. Rote Bogenschütze. Ich hatte gedacht, für eine einzige Karte wird er das nicht benutzen. Das wird jetzt schmerzhaft. Das sind eine Menge Monster. Okay, okay, okay. Dann spielen wir mal diese Fallgrube. Dann hätten wir hier diesen schiefen Krieger. Und dann brauchen wir noch ein feuriges Begräbnis. Weil sonst alles blöd. Jetzt mal Vorsi. Dann aktivieren wir den MST. Okay, so weit so gut. Attacke mit dem Schieferkrieger, kannst mal Gamma killen. Hier alle vier Sterne, macht also keinen wirklichen Unterschied. Hier haben wir Def, also gehen wir erstmal Alpha. So. Spalt behalten wir mal noch, schätze ich. Verräterische Schwerter, dunkles magisches Ritual. Ich habe mich schon gewundert, wann er damit rauskommt. Zwillingselfen. Die können wir uns in eine Fallgrube fallen lassen. Aber der Magier des Chaos ist natürlich ein Problem. Überläufer, Pinguinsoldat. Ja, den können wir einfach zurückgeben. Von denen schon mal spalten. Okay, okay. Gut, kein Monster vom Top-Deck. Sehr gut, ich dachte, Pinguin-Soldaten lassen wir an. Ja, dann darfst du den da und sie da gerne wieder auf der Hand haben. The Dark Magician! Clown-Zombie. Der ist zumindest stärker als die rote Bogenschütze. Aber nicht stärker als Gamma-Magnetträger. Ach, die Bogenschütze hat 1,4. Ah, ich dachte, die Bogenschütze hatte 1,3. Damit. Okay. Die Angriffspunkte von super schwachen Monstern falsch im Kopf gehabt. Monster Reborn, sehr gut. Weg mit den neuen Schwertern. Vielleicht können wir gleich mal was machen. Opfer für dunkle Magier. Nicht so nett. Geht das irgendein Motors in die Verteidigung mit seinem anderen Monster? Cool. Dann schwarzes Lochen wir das Ganze doch mal. Monster Reborn. Ich glaube, wir haben da schwarze Magier oder sowas. Gamma, Alpha, Alpha, Gamma, dunkle Magierin, Gamma. Okay, wir haben nur eine dunkle Magierin momentan zur Auswahl. Dann nehmen wir die halt. Ah, damit immerhin 2000er Monster. Und für die Kampfphase. Voll Bright-Seite.
Probierzug abschließen. Und fix. Magischer Zylinder. Keine schlechte Sache. Dark Magician können wir gar nicht benutzen. Überlaufen gibt auch nichts. Die Magierin, volle Breitseite. Die ist es dann schon so gut wie gewesen. Oh, Überläufer. Zum Glück hat er kein weiteres Monster, mit dem er angreifen kann gerade. Zack, mach Zylinder, Frost Damage. Und dann gib mir deine Magierin zurück. Kuribo! Yeah, stärkste Monster, das wir jetzt hätten ziehen können. Mal gucken, ob er noch einen Kuribo vorhanden hat, um das Duell nochmal zu retten. Und? Nope. You win! Yami wurde nicht von einem Kuribo gerettet. Toll, du hast einen beachtlichen Deck. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so verlieren würde. Sure. Was Neues im Angebot? Wie wär's denn mit dem Mottenpack? Schatten Leichenflatterer, super seltene Karte. Buja. Strafter Adler. Keine neuen mehr. Okay. Password Time. Dann muss ich mal gerade eben was raussuchen. Gibt's den in diesem Spiel schon? 0735 9741. Let's see. Yep. Mechanischer Jäger. Wunderschön. Haben wir noch was mit über 1,8 Angriff? Ein Traum. Wie in aller Welt sind die hier sortiert? Da bin ich schon wieder drüber weg. Na. Wo ist der mechanische Jäger? Mechanischer Maulwurf-Zombie. Man möchte meinen, dass er irgendwo in der generellen Umgebung ist. So eine random Sortierung. Da ist er ja. Mechanischer Jäger, wir haben schon viel zu viele Karten, meine Güte. Sammelt sich schnell an. Okay, dann könnten wir zum Beispiel Kuribo mal rausschmeißen. Liebreizender Kerl, aber kann man aus dem Deck verschwinden. Wie wär's denn, wenn wir mit noch mehr Passagieren reden? Mal gucken, ob sie noch was zu sagen haben. Scheint eine Menge gute Duellanten an Battle City Turnier teilzunehmen. Du bist wahrscheinlich auch ziemlich gut, oder? Niemand Neues. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Es sind viele Duellanten in der ganzen Stadt verstreut. Wenn du scharf auf ein Duell bist, such sie im Vordergrund heraus. Hallo Duellanten, wie läuft das Duell? Kannst du in der Duellantenwoche nachlesen und denk dran, in jeder Ausgabe sind 5 Gratiskarten, genau 5 Stück. Also verliert dein Heft nicht. Schauen wir mal, was wir diesmal wieder Unnützes kriegen. Ein Jahrtausend-Golem und Pilzmann. Wir können Pilzmann-Decks bauen. Das ist Obi. Schauen wir, kennen wir jetzt alle, die momentan unterwegs sind. Eine Karte, die aus dem Spiel genommen wird, landet nicht auf dem Friedhof. Sie kommt einen spielfreien Bereich. Wenn du mir nicht glaubst, dann achte in deinem nächsten Duell drauf. 3, alles voll. Ja. Jetzt können wir noch einmal im Süden der Karte runtergucken. Hat dieses Spiel überhaupt ein Ende? Jein, schon. Also man kann mit der Zeit mehr Duellanten freischalten. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man hier Credits irgendwo triggern konnte. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, du bist ein Duellant. Ich habe von Leuten wie dir gehört. Tatsächlich soll diese ganze Stadt verrückt nach Duellen sein. Bist du stark? Genug, schätze ich. Ja, ne, wir scheinen alle schon gesehen zu haben. Das heißt, ab jetzt müssen wir sie doppeln. Gehen wir noch Bakura nochmal Hallo sagen, ne? Am letzten Mal so schade. Ha, wie konnte ein so schlechter Duellant wie du es jemals wagen, mich herauszufordern? Du weißt, gegen wen du dich erstellst, oder? Es geht irgendwie immer weiter. Die Legende besagt, alle Spieler von damals sind heute noch dabei. Was haben wir da? Ein Regeki Riesensteinsoldat. Topf der Gi. Schauen wir mal, was Topf der Gi macht. Gibt uns eine Anmutige Barmherzigkeit. Das ist ja nett von dem Topf der Gi.
Ich denke mal, diesen Dark Magician braucht keiner auf unserer Hand. Und den Bibberkrieger da auch nicht. Dann setzen wir mal diese schicke Spiegelkraft. Und dann spielen wir diesen mechanischen Jäger und dann sollte das erstmal gut sein für diese Runde. Anmutige Barmherzigkeit. Schwarzes Loch. Wand der Illusionen. Na, hier muss ich extra mit der Spiegelkraft gekillt werden. 1000 verdeckte Karten. Federwisch wäre cool. Glocke der Zerstörer ist natürlich auch ganz nett, aber es ist kein Federwisch. Letzte Riesenratte. Was haben wir denn da so Feines? Eine Spiegelkraft unseres Gegners, natürlich. Erstmal mit den schicken Spiegelkräften. Next on the list, etwas Spannendes. Dann hätte ich hier eine Glocke der Zerstörung. Wie sie hier scheinbar noch heißt, mit anderem Artwork. Mehr verdeckte Karten. Ich hätte so ein feierliches Begräbnis. Theoretisch haben wir hier einen Dark Magician. Immerhin die Spiegelkraft ist ja erstmal weg, aber da hat er eine Schicksalstafel F. Okay. Just Bakura Things, würde ich mal sagen. Dark Magician! Kill mal, was auch immer da liegt. Das ist ein Neiger des Glaubens. Das ist nicht so gut, das ist ein. Okay. Da war ein schwarzes Loch, aber die anmutige Barmherzigkeit lieber genommen. Mir recht. Spielzug abschließen. Ist auf dem Feld gelandet. Anmutige Barmherzigkeit. Anmutige Barmherzigkeit. Grabwächters Diener. Was willst du denn jetzt? Zauber. Willst du Feinde kriegen oder spielst du Zauber. Permanente Zauberkarten, sodass du Feinde nicht spielen kannst? Honky. Honky Tonky Idiot Boy. Ja, dann hier, Riesenratte. Was sind's? 3, 8. Das reicht nicht. Wiedergeboren wir doch einfach mal ein Monster. Ich glaube. Oh, eine Raketenwerferspinne ist da drüben im Friedhof gelandet. Ja, damit. Ich liebe Raketenwerferspinne. Eins meiner Lieblingsmonster überhaupt. Super unnütz, aber ich liebe dieses Monster. Oh nein, nicht meine oberste Deckkarte. Guck mal, nicht von Ring auf Glocke. Sieht nicht mal ansatzweise glockenhaft aus. Tja. Irgendjemand mochte einfach große Glocken. Jo, ciao, Magok. You win! RIP Bakura. Bloß nicht diese Spitze, nur weil du gewonnen hast. Du könntest schlimme Probleme bekommen, wenn du dieselben Taktik im nächsten Teil verwendest. Aha. Alles klar. Wie wär's mit dem Torwächter-Pack hier? Ehrung der Verdammten. Immer ein Removal. Weißer Zauberhut. Nein. Ah, das ist eine Meisterschaft. Dann passworden wir uns doch mal wieder was Neues rein. Wie wär's denn mit. Dieser Karte hier? Da ist der Code. Halb lesbar leider nur, aber passt schon. 970. Wait. 1 7 1 2 0. Get card. Taktik, was ist das? Kann man das essen? Aber der KI ist halt, glaube ich, auch nicht mehr. Eine Reason Rotter. Davon haben wir nämlich schon zwei, also wird es sich definitiv lohnen, noch die dritte Riesenratte ins Deck zu packen. Ab ins Main Deck damit, jawohl. Dann schmeißen wir mal wieder irgendwas Schwächeres raus an Monsterkrams. WZ.B.
könnte natürlich auch diese schönen 7 Werkzeuge mal raustun. Haben einfach ein bisschen mehr Monsterpräsenz wieder. Statt 7 Werkzeugen kann man hier eh lieber 3 MSTs spielen. Jo, haben wir hier noch ein Turnier. Eine Meisterschaft. Let's go. Meisterschaftsduell. Aber Teilnehmer, willkommen zum Duellturnier. Hier können wir wieder mal feststellen, ob wir was gelernt haben oder ob wir immer noch die absoluten Oberduser sind. Und hier ist sein Gegner. Es ist schon wieder Anzu. Wer hätte es gedacht? Das ist ja eine absolute Abwechslung hier. Am Anfang kann man, glaube ich, nur Sieg kriegen in den Duellen. Dudon, Monster Kado. Mal schauen, ob sie wieder die heilige Johanna gegen uns kriegt. Also Schwerter, Topf der Gie. Schauen wir, was der macht. Kette. Der wird jedes Mal magisch verschleimt, der arme Topf. Gut, ich hätte hier ein vorheriges Begräbnis. Varsi. Was spielen wir dann mal, Mr. Varsi? Was haben wir denn da Feines? Ist es ein Riesensternsoldat in Turn 1? Indeed! Es ist ein Riesensternsoldat in Turn 1. Ein Traum. Dann ja mal die Main Phase 2. Ich hätte noch so ein TT für später. Für den Falle von fiesen Opfern oder sowas. Vielleicht spielt sie ja Wingweaver. Eine Hexe im schwarzen Wald. Kann mal raus. Dunsmell. Did. Ja, soweit so gut. Jetzt brauchen wir nur irgendwas, um an den blöden Steinsoldaten da vorbeizukommen. Schöne Kopfjäger dann. Ja, die muss natürlich sofort in den TT. Ach, okay, der Riesensteinsoldat geht einfach mal in den Angriff. Das macht natürlich jetzt den meisten Sinn, okay. Hat sich das ja auch schon wieder gegessen, ne? Gehen wir doch mal noch einen Schieferkrieger dazu. Auch noch mehr Beatdown. An mutige Barmherzigkeit. Können wir dann auch mal probieren. Zylinder, Netz. Vollgrube werden wir ziemlich sicher nicht brauchen. Ich habe auch das Gefühl, das freudige Begräbnis wird hier nicht so geil. Dann hätte ich gerne. Ja, doch. Hätte ich gerne diesen schiefen Krieger. Und dann setzen wir uns noch Zylinder mit aufs Feld und machen mal eben eine volle Breitseite da rein. Goodbye, Riesensteinsoldat! Schön, dich kennengelernt zu haben. Und Schieferkrieger, Angriff. Hau um das Viech. Ja, Spielzeug abschließen. Wunderbar. Schwerter von der gegnerischen Seite. Muss da irgendwie jetzt kommen. Ja, da haben wir nichts für Zauberfallen Removal, was ein bisschen traurig ist. Ja, ne? Können wir nicht viel machen momentan. Ja, verdeckte Karten. Riesensteinsoldat. Ne. Jetzt mal einen Riesensteinsoldat hat man mit raus. Der Tri-Kevin! Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem uralten Yu-Gi-Oh! Spiel. Tanzende Elfen. Nervig. Nachsichtige Jungfrau im Angriffsmodus? Achso, wir haben Monster verdeckte Verteidigung gespielt. Da muss man natürlich mit einer nachsichtigen Jungfrau kommen. Wenn es unser Spiel auch ist, ich hab halt Lust, bei meiner Kopie weiterzumachen. Das ist halt ein oller Klassiker. Schmelzungsweiser. Polymerisation. Heilige Johanna. Alles klar. Hau raus, KI. Catch euch da. Haben noch ein bisschen Zeit. Reason Rudder. Ja, Spiel zu beenden. Oh, die sind diese blöden Schwerter weg. Haben wieder kein Removal dafür gehabt. Und eine Hex vom Schwarzen Wald. Ja, passt schon. Hex vom Schwarzen Wald wird erstmal herausfinden, dass er nicht stark genug ist, eine Riesenratte zu killen. Tanzenleid wird herausfinden, dass er stark genug ist, eine Riesenratte zu killen. Aber who cares, das ist eine Riesenratte. Im Regelfall kehren die einfach wieder.
über die heilige Johanna-Kamera herausfinden, dass wir hinten noch einen magischen Zylinder liegen haben. Zip. Ein Traum. Dann volle Breitseite, Riesensteinsoldat und letztes Schnappstahl. Dann haben wir schon wieder eine heilige Johanna auf unserem Feld. Und wenn wir gegen Thea spielen, haben wir heilige Johanna auf unserem Feld. Let's go, heilige Johanna. Let's go, Vors Angreifer. Wie lange habe ich so oft gespielt? Ja, ich weiß nicht, wie viel von diesem Spiel hier ich damals tatsächlich gezockt habe. Das muss Unmengen gewesen sein. Worldwide Edition war halt der absolute Hammer damals. War halt auch die einzige Wahl. Okay, ich habe mein Seitendeck ausgetauscht. Jetzt endet dein Siegeszug. Wir haben kein Seitendeck. Liebes Spiel, immer noch nicht. Das wird sich auch nicht ändern. Let's start. Okay, wir hatten hier ganz viele anmutige Barmherzige. Diesen dunklen Magier braucht keiner für Hand. Und ich schätze, diesen Jinso braucht auch keiner für Hand. Dann vorher begraben wir einfach mal Jinso direkt Turn 1, damit er schon mal mehr oder weniger safe ist. Könnten ja noch andere schlimme Dinge passieren. Setzen diesen riesen Steinsoldaten. Dann haben wir noch eine anmutige Barmherzigkeit für die Zukunft. Nichts vom schwarzen Wald braucht keiner vorhanden, habe ich gehört. Basel kann auch abwerfen. Jo, Spiel zu beenden. Klingende Jungfrau. Ist ja wieder ein Traum von offensiver Macht auf der gegnerischen Seite. Zack, 800 Schaden. Keine verdeckten Zauber fallen kann. Das sieht dieses Mal eher schlecht aus für Thea, würde ich mal behaupten. Ja, dann spielen wir einfach mal einen Vors. Wir spielen einen Angriff. Wir spielen noch einen Call. Und dann schnappen wir uns das Viech da einfach mal für noch mehr Damage. Ne? Jinso, Angriff. Riesensteinsoldat, Angriff. Vors Angreif, Angriff. Leider ist die klingende Jungfrau nicht stark genug, um dieses Match für uns zu gewinnen. Wenn wir Call letzte Runde unvorsichtigerweise auch noch gesetzt hätten, wir schon gewonnen gehabt. Aber dass es so gar keine Gegenwehr kommt, ist natürlich auch eher ungewöhnlich. Schnappstahl heilt hier eine Runde. Ganzen Elfen. Oh no's. Ihre eigene Hebikime. Ich bin mir sicher, Thea spielt auch Musikerkönig-Fusion. Die einzig wahre Fusion. Eine Fusion, wie sie Johnny Stepps gebührt. Auf in die Kampfphase. Jinso, mach mal Schluss, ja. You win. Ach, schön. Macht Spaß, mal wieder zurück zu sein. In der guten alten Worldwide Edition. Aua, ich scheine einfach nicht in der Lage zu sein, die gewünschte Karte zu ziehen. Wenn ich es möchte. Was nutzt eine gute Kombo, wenn du nicht die richtige Karte zur richtigen Zeit ziehen kannst? Ja, ist schon ein unglaubliches Problem, ich weiß. Was können wir sonst noch sagen? Wir haben schon wieder einen Gewinner und unser Preis dieses Mal ist noch mehr Mist. Wir haben noch eine Okazie gekriegt. Bestie von Gilfa ist unsere tolle Rare-Karte. Ein Traum. Genauso wie dieser mystische Clown. Ja, gerade keine neuen Gegner, aber wir haben... Hier vorne Mr. Joey Wheeler zur Auswahl, den müssen wir definitiv noch duellieren. Jo, aber definitiv erst beim nächsten Mal. Wir haben schon wieder nach 10 Uhr, das heißt, wir sind durch für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns dann am kommenden Donnerstag wieder zum nächsten Stream Worldwide Edition. Bis dann, see ya.